Was geht ab, meine Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal, wo wir immer nur wunderschöne Menschen zu sehen, Freunde. Wir geben uns jetzt vorerst zum letzten Mal was von Jamule, weil der Junge sich eine Auszeit gönnt und an seinem nächsten Album arbeitet, soweit ich weiß. Und da jetzt erstmal noch, ich glaube, das ist der letzte Song. Vielleicht hat er noch ein, zwei andere Singles, aber ich glaube, das ist die letzte Single, die wir jetzt erstmal bekommen haben, die jetzt vor 3 Tagen rausgekommen ist, auf die ich mich sehr freue, weil ihr wisst, ich bin ein sehr großer Jamule-Fan. Vielleicht ist er aber irgendwo noch als Feature auf irgendeinem Album oder so drauf, habe ich gerade drüber nachgedacht. Wer released denn? 40 hat, glaube ich, gerade released. Releasen nicht Dings, PA und Kianosch? Ich weiß es nicht genau, aber vielleicht haben wir irgendwo noch eine Hook von ihm drauf. Ich bin aber sehr gespannt, weil ich habe das Statement nicht ganz gelesen. Nur überflogen irgendwie, dass er sich eine Auszeit nehmen will, ein bisschen am Style arbeiten will und Ruhe braucht, was ihm auch gegönnt sei. Der Junge hat geackert, es kam gefühlt eine Zeit lang jede Woche ein Song von oder mit Jamule raus, was krank ist. Jetzt haben wir noch einmal Wenn ich gehe, produziert von A-Side, Grüße an den Homie, der ist auch am Ackern. Wir haben ja eine All-Different-Video-Production und ich würde sagen, wir hören rein. Ihr wisst, ich mag Jamule sehr, 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 sehr gerne. Seine Stimme ist sehr angenehm, ich mag seinen Style. Die tiefgründigen Songs, wie das vielleicht einer ist, denke ich jetzt mal von Wenn ich gehe, noch das Thumbnail. Er war im Regen, glaube ich, auf der Straße, hat er so nach oben geguckt. Diese deeperen Songs mag ich sehr gerne, aber eben auch diese Party-Hits wie Overdose oder die Sachen, die er mit Mixo McLeod gemacht hat. Deswegen freue ich mich sehr, wir hören rein, Freunde. Let's go! Auch gerade als letzte Single vor einer großen Pause, Wenn ich gehe, passt auch gut. Baby, viel Spaß. Sag sie immer dann, wenn ich gehe. Ja. Ey, das erinnert mich ganz krass an das Video von Style und das Geld von Kay und Bushido. Diese Kameraeinstellung irgendwie mit im Hintergrund. Okay, aber bis jetzt, es hört sich doch eher nach nach einem, in Anführungsstrichen, was heißt Party-Song an, aber ganz andere Richtung, als ich dachte. Baby, viel Spaß. Sag sie immer dann, wenn ich gehe. Ja. Schon wieder tust du so, als wäre das alles für dich okay. Hey, du bist mir nicht egal. Oh, aber ein wunderschöner Beat. Erstmal wieder dicke Shoutout an A-Side. Ein wunderschöner Beat. Schöne Stimmlage. Gefällt mir. Hey, du bist mir nicht egal. Auch wenn es alle anders sehen. Hey, denn immer wenn du schreibst, dass du weinst, tut es mir weh. Oh. Das hier ist fast perfekt. Doch wieso dieser ganze Stress? Also wirklich, der Beat ist Real Talk, eine 1 plus mit Sternchen. Vielleicht hast du recht. Und ich merk nicht, wie dich das verlässt. Ja, du kommst nicht klar. Ich finde diese Szenen gut, wo er vor diesem Background einfach so ein bisschen tanzt und so die Musik fühlt. Ich weiß es nicht, das sieht man sehr selten, so einfach eine statische Kamera so. Wenn ich weg bin, immer nur Streit wegen anderen Frauen. Ich hab keinen Plan, wie das endet. Hoffe, du weißt, ich vermiss dich auch. Unterwegs wie jede Nacht. Heute hat es wieder nicht geklappt. Oh ja, der Flow gefällt mir sehr gut. Hätte gerne Zeit mit dir verbracht, doch ich höre nur, wie du sagst. Baby, viel Spaß. Sag sie immer dann, wenn ich gehe. Das ist einfach der nächste Ohrwurm. Ich weiß nicht, wie der Junge es hinbekommt, immer wieder eine Ohrwurm-Hook zu machen. Ja. Und schon wieder tust du so, als wäre das alles für dich okay. Hey, du bist mir nicht egal. Auch wenn es alle anders sehen. Aber auch wirklich, ich muss wirklich den Beat einfach loben, weil der raussticht. Der sticht einfach raus, Mann. Holy shit. Hey, denn immer wenn du schreibst, dass du weinst, tut es mir weh. Ja, es tut schon weh. Deine Nachricht, das bin ich echt, nein, das ist deine Panik. Ich glaube, das passiert dir automatisch. Die Stimmlage fühle ich bei Jamule sehr, muss ich sagen. Wenn du am Ende streiten willst, bringt mir dein viel Spaß. Sag mir, was ist gerade dein Problem? Das letzte Mal war ein Versehen. Du kennst meine Darkseid, okay, aber tu nicht so, als hätte ich gar kein Benehm. Bin wieder unterwegs wie jede Nacht, heute hat es wieder nicht geklappt. Den Flow fühle ich gerade sehr. Ansonsten muss ich sagen, finde ich, ich will nicht sagen, dass der Beat carried, aber der Beat ist schon, der Beat sticht schon heraus, da hat A-Side einfach wieder sich selbst übertroffen. Weil sitzt er hier auch, ist das A-Side? Nee. Doch, das ist A-Side. A-Side sitzt hier, ganz entspannt. Wenn ich ihn richtig in Erinnerung habe, ich glaube schon. Aber der hat hier wirklich einen unfassbar guten Beat gezaubert, muss ich sagen. Aber ansonsten, ich will nicht sagen, dass sich die Jamule-Songs alle zu ähnlich anhören, aber ansonsten sticht jetzt dieser Jamule-Song, finde ich, nicht so krass raus, wie jetzt vielleicht der ein oder andere. Aber der Beat macht auf jeden Fall gut Stimmung, muss ich sagen. Nicht geklappt, hätte gerne Zeit mit dir verbracht, doch ich höre nur, wie du sagst. Baby, viel Spaß.
sag sie immer dann, wenn ich geh. Und schon wieder tust du so, als wär das alles für dich okay. Du bist mir nicht egal, auch wenn es alle anders sehen. Real Talk, Freunde, wisst was kommt? Das ist ein dickes Poster. Das ist ein dickes Poster und ich finde jetzt das Ende mit am angenehmsten, was heißt am schönsten gerade. Ich hätte mir einen ganzen Song in dieser Schiene gewünscht, weil sich der Song noch zu happy anhört für die Thematik, die er eigentlich bespricht, finde ich. Das ist, glaube ich, so der Knackpunkt. Ich hätte mir gerne einen ruhigeren Song in dieser Atmo gewünscht, weil ich das sehr schön finde gerade. Denn immer wenn du schreibst, dass du weißt, du tust mir weh. Baby, viel Spaß. Sag sie immer dann, wenn ich geh. Ja. Ja, okay, doch, der Change gerade am Ende war nice, aber ich hätte mir irgendwie eine ruhigere Atmo gewünscht, glaube ich. Aber ansonsten finde ich den Song sehr nice. Und schon wieder tust du so, als wäre das alles für dich, okay. Das ist ein geiles Szenen gerade. Du bist mir nicht egal. Im Regen tanzen. Alle anders sehen. Geiler Vibe, sehr geiler Vibe. Dann immer wenn du schreibst, dass du weinst, tut es mir weh. Ja. Ey, diese Szenen im Regen auf dem Zebrastreifen kommen unglaublich gut rüber gerade. Geiles Ende. Okay, geiles Ende. Ich muss sagen, der Beat, eine 1 plus mit Sternchen. Ich hätte mir oder gewünscht und auch erwartet eigentlich, dass es ein ruhigerer Song wird. Trotzdem, Ohrwurm-Hook muss ich sagen. Ich fand das Ende am besten wirklich, wo es ruhiger geworden ist. Dieses Ernstere, dann dieser Change auf einmal wieder in die Hook rein, wo sie im Regen getanzt haben. Das war ein geiles Feeling. Das war ein geiles Feeling. Ich bin sehr, sehr gespannt, was Jamule jetzt nach der Pause für uns dabei haben wird. Nach der letzten längeren Pause kam ja Blutige Tränen, Ex-Rockstar, auch einer meiner Lieblingssongs, wobei ich mir immer noch wünsche, dass die gerne beide in Vollversion gesplittet online kommen. Weil ich sowohl Blutige Tränen in der Vollversion hätte, als auch Rockstar in der dicken Version. Aber gut, ansonsten bin ich sehr gespannt, was er noch auf Lager haben wird für uns. Und ich würde sagen, wir sehen uns, Freunde, bei einem weiteren wunderbaren Video. Bleibt natürlich fresh, so wie immer, und tschüss.